Jo Freunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, seit langem mal wieder. Und zwar rede ich jetzt mal über meine Meinung zu einem gewissen YouTuber, der eine sehr rauchige Stimme hat und einen sehr witzigen Humor. An sich ist der Humor ziemlich witzig. Und zwar den YouTuber Mert, und nein, nicht Mert Matan, sondern einfach Mert Mert, der ja in den letzten Tagen, wo ich im Urlaub war, ziemlich durch die Decke gegangen ist. Ja, was soll man doch sagen, Freunde, also ich will mir dann meine Meinung dazu abgeben. Ich rede jetzt hier einfach drauf los, Freunde, und habe mir jetzt nicht wirklich, also ich habe mir schon die Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt hier sage, aber trotzdem wollte ich mir jetzt einfach meine Meinung zu Mert abgeben, weil diese Meinungsvideos ja relativ gut bei euch angekommen sind. Ja, also Mert ist ja bekannterweise schon, also ich kenne ihn jetzt nicht so lange, aber Mert ist ja schon etwas länger so ein bisschen bekannt halt, und deswegen muss man halt schauen, was der so, ja, halt kann. What the fuck, was habe ich hier? What the fuck kann? Also Mert ist halt so, hat halt ein Video mit Shirin David gemacht. Jetzt mal ganz ruhig anfangen, Leute. Und da hat er halt so ein Teller Challenge oder und so weiter und so fort gemacht mit Shirin David zusammen halt. Und das Video wurde auch direkt wieder runtergenommen, weil Mert anscheinend in irgendeinem anderen Video, das auch direkt runtergenommen wurde, gesagt hat, dass Schwule irgendwie scheiße sind oder sowas. Er wollte eigentlich nur gegen diesen Prinz oder so, kennt ihr den nicht? Der Prinz Chrissy oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht den Namen, halt den beleidigen. Und das dann haben die ganzen Zuschauer das so verstanden, dass er generell Schwule beleidigen will. Das kann man natürlich auch so verstehen. Ich habe das Video jetzt nicht gesehen, aber das wurde in ziemlich vielen anderen Videos so geschildert, dass er Schwule beleidigen will und deshalb halt auch, ja, dann ziemlich gehatet wurde. Und zwar sein Statement-Video, das er dazu auch abgegeben hat. Das wurde dann direkt, hat er dann direkt schon offline genommen, beziehungsweise das wurde gesperrt von ganz YouTube, weil das nicht erlaubt war in Deutschland. Und so gegen Schwule argumentiert von Mert. Ja, Mann, Leute, also es ist auf jeden Fall krass, was hier so abgeht momentan. Ist mir halt gar nicht so aufgefallen, weil ich ja kein Internet hatte. Und ja, Freunde. Und das war irgendwie, finde ich halt, dass auch wenn man Schwuchtel als Beleidigung sehen kann, man direkt damit einen Schwulen bezieht. Und auch wenn ich diese Beleidigung ab und zu auch mal mit meinen Freunden so benutzt, meinen wir das nie ernst, und nicht, er hat das bestimmt schon ernst gemeint. Und deswegen sollte man da schon aufpassen, was man da im Internet preisgibt und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Ja, deswegen ist es nicht ganz so gut, wenn man sagt, irgendwie, ich finde die Scheiße, Schwule sind scheiße oder so. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Aber Leute, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst doch bestimmt, was ich meine. Denn, also das Ganze ist halt so, ich krieg das halt gerade nicht so ganz in Worte, um ehrlich zu sein, aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, finde ich es echt gerecht, dass er Dings halt, er hat einen ziemlich trockenen Humor, das muss ich sagen. Deswegen finde ich es auch gerecht, dass ein Video offline genommen wurde. Jetzt hat er nochmal vor kurzem ein Statement 2 Video hochgeladen hat, das auch so ziemlich trockenen Humor hatte. Muss ich schon mal sagen, weil dieses Digger mit seinen Zuschauern auch, Mann. Ja gut, Leute, kann man nichts dagegen machen, halt so. Was er jetzt für Videos holt. Deswegen hat Shirin David auch irgendwie, ja, halt im Video das Video offline genommen, das sie halt da hatte. Beziehungsweise das sie gemacht hat mit Mert, hat sie das Video offline genommen wieder. Und Mert das Video mit Shirin David, ja, er hat nämlich auch noch ein Video mit Shirin David gemacht auf seinem Kanal, deswegen hat er das Video auch offline genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich auch schon gesagt habe, bevor Shirin David oder dieses Video von Mert überhaupt gegangen ist, kannte ich Mert noch gar nicht. Deswegen kam er mir jetzt etwas plötzlich so dazwischen. Und dann diese Aussage, schwulenfeindlich, dass er schwulenfeindlich ist, kann man schon so sagen, Leute.
Deswegen hat Jeremy David auch wahrscheinlich das Video offline genommen. Aber ich Schwulenfeindlich die sollen auf jeden Fall nicht sein. Und ja, jeder darf so leben, wie er will. Und deshalb, ja, Freunde, kann man das so sagen. Ich würde sagen, das war jetzt mal ein etwas anderes Video wie sonst. Und wieder auch etwas kürzer, aber ich will halt auch mal wieder meine Meinung dazu abgeben. Ich habe jetzt da natürlich wieder etwas mehr geschildert und so weiter und so fort. Und noch etwas, ja, viel gelabert. Ja, bisschen unsinnig gelabert, würde ich jetzt mal sagen. Aber kann man nichts machen, Freunde, denn habe ich jetzt so gut im Reden. Aber ja, auf jeden Fall Schwulen. Halt, ich sollte mal wieder lassen und zur Schwuchtelbeleidigung auch. Ich meine, jeder benutzt es mal, das wissen wir, aber dann meinen wir es meistens nicht so ernst, wie jetzt Mert das gemeint hat. Und ja, von ich würde sagen, wenn ich das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Dann würde ich sagen, peace out, meine lieben Freunde.